Hallo, ich bin Tobias Markus, Hundephysiotherapeut und Ernährungsberater und in diesem Video möchte ich mit euch über das Thema Hüftdysplasie sprechen. Ja, was ist denn überhaupt Hüftdysplasie? Die Hüftdysplasie ist eine Fehlstellung der Hüfte. Der Hüftkopf sitzt nicht hundertprozentig in der Pfanne drin und das begünstigt leider einfach Verschleißerscheinungen, Bewegungseinschränkungen und in der letzten Konsequenz Schmerzen in der Hüfte. Es gibt da zwei verschiedene Ursachen. Die erste Ursache ist, es ist eine angeborene Hüftdysplasie und die zweite Ursache ist einfach erworben. Das passiert vor allen Dingen bei Welpen und Junghunden, wenn die zu früh und zu intensiv bewegt werden. Das ist aber nicht schlimm, ich habe nämlich zwei Übungen für euch vorbereitet. Für die erste Übung braucht ihr eine Unterlage, die rutschfest ist, wo der Hund sich erstmal mit den Vorderbeinen draufstellen kann. Als erstes bringt ihr den Hund in sitzender Position vor den Tisch. Und der nächste Schritt ist, ihr lockt den Hund mit den Vorderbeinen erstmal auf den Tisch drauf. Ich empfehle euch für den Anfang erstmal nur 30 Sekunden zu machen, denn der Vierbeiner wird jetzt quasi in einen Zweibeinerstand gebracht und das ist für den Hund super, super anstrengend. Dafür könnt ihr dann aber mehr Wiederholungen machen. Wichtig ist, dass der Hund stabil steht und einmal den Rücken und das Becken einfach gerade hält. Und für die zweite Übung nehmt ihr den Hund einfach aus der stehenden Position in Sitz und zieht ihn gleich wieder mit dem Leckerli in den Stand. Und so könnt ihr mit dem Hund Kniebeugen machen. Der große Vorteil bei Kniebeugen sind einfach, dass das Bein mobilisiert wird und gleichzeitig die Muskulatur rund um die Hüfte herum gekräftigt wird. Ich empfehle euch, die Übung maximal 5 bis 10 Mal hintereinander zu machen. Ihr dürft das gerne auch 3 Runden lang machen. Es ist am Anfang so, dass man den Hund sehr schnell überfordern kann und da möchte ich euch einfach nochmal darauf aufmerksam machen, hört auf, wenn es am schönsten ist. Was total klasse ist, ihr müsst die Übung nicht unbedingt zu Hause machen, ihr könnt auch jeden Spaziergang damit einfach interessanter gestalten. Ich bin mir sicher, ihr findet unterwegs eine Bank, einen Baumstumpf oder auch eine Treppe, wo ihr die Übung machen könnt. Und in dem Sinne wünsche ich euch einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Übung und wir sehen uns im nächsten Video.